Feiert zusammen. Wir sind auf dem Projekt, wir bauen ein Zoo. Falls euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kuss geht auf jeden Fall raus schon mal an der Stelle. Und ja, wir sind gerade hier auf dem Start. Wir waren gerade in der Unterwelt, sind fast gestorben in der letzten Folge. Nur noch ein Herz, war ein bisschen panikt. Und ja, wir werden jetzt hier erstmal das Schwein. Sorry, Bruder. Aber du musst die Opfer werden. Wir haben Hunger und ich würde gerne nochmal runtergehen. Weil ich würde gerne Spinnennetze haben für meine. Ich weiß gar nicht, wofür ich das brauche. Es ist jetzt so ein Ding. Eigentlich brauche ich es nicht, aber ich möchte es haben. Weil ich hätte schon gerne Pfeiler. Das war mal mit Feder und Feuersteine. Feuersteine sowieso nicht, ne? Warum? Wie komme ich denn auf Spinnennetz? Dass man. Mein Gott, gut, dass wir nachgeguckt haben. Boah, geh nicht mehr runter. What the fuck? Nein. Ich dachte, wir brauchen deswegen was. Zur Not, ich weiß ja, wo es ist. Tut mir leid, Schweinchen, ihr seid jetzt umsonst gestorben. Aber wir haben hier noch Weizen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Boah, Bruder, die Arme, ich mach den alles weg, ne? Ich hab schon deren Schafe gekillt. Deren Ernte geerntet. Wir gucken mal nach da oben, was es da so gibt. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwas Nices. Habe ich den gerade gegeben, ne? Ja. Brauchen ja auch ein bisschen was zum Überleben, wisst ihr? Deswegen habe ich gesagt, komm, geben wir dem mal eine Möhre zurück. Auf Ehre so. Wenn nicht, sonst hätten wir den alles geklaut davon. Der hat ja gar nichts. Ne? Guck dir das mal an, Alter. Holy shit. War doch auch Möhren. Kartoffeln. Warte, ich gebe dir mal eine Kartoffel. Am Weizen haben wir jetzt nicht, ne? Mal wird dem noch ein bisschen Weizen geben, so dann können die ein bisschen Brot machen. Und so. Guck mal, bitteschön, kein Problem hier. Ja, bester Freund bin ich, ne? Ja, ich weiß. Ja, wir mögen uns, ne? Ja, best friends, Psycho Dias. So, wir sind von da gekommen. Ich mache aber trotzdem mal kurz einen Ofen und mache mal so ein bisschen Essen rein, damit wir bis nach Hause sprinten können. Und dann gucke ich mal weiter. So, aber die Eisenmission, die hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da so weit kommen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch nach da, oder? 94 plus. Ja, genau, wir sind von da gekommen. Wir wollten ja Holz farmen, ne? Solange das Ding ins Brett, können wir ja noch ein bisschen mitnehmen. So ist ja nicht, ne? Weil Leben ist hart, Leute, ne? Man muss sehen, wo man bleibt. Villager, es tut mir leid, ne? Also, alles wird teurer. Wir machen alle Minus. Kann mich da leider nicht auf nicht Rücksicht nehmen. Ja, ich weiß auch nicht, was so ein Psycho hat ja alles abgebaut bei euch. Oder ich schlag den gleich aus Versehen, ne? Ich sehe schon. Boah, Alter, die Häuser sind aber auch, die sehen echt gut aus, ne? Ich bin so ehrenlos. Tut mir wirklich leid, warte, ich mach so. Könnt ihr noch da Dingensen? Es tut mir leid, wirklich, aber das ist so hart, das Leben. Ich habe keinen Bock zu farmen. Bitte verzeiht mir. Excusez-moi, Villager. I please forgive me for my mistakes in my life. Ihr habt den heute Glück gehabt. So, erstmal jetzt das Snacken, damit wir ein bisschen schneller sind. Voll nervig sonst so. So.
Ich weiß halt nicht, ob man irgendwie eine Katze mitnehmen kann oder Katzen. Vielleicht kriegen wir es auch hin, ein paar Villager bei uns wohnen zu lassen. Aber Villager zu uns bringen ist schon wirklich a pain. Ne? Also es ist schon wirklich aua. Vielleicht aber, wenn dieses Wasser mit unserem Wasser verbunden ist und wir vom Wasserweg zu uns kommen, irgendwie, dann wäre es easy, glaube ich. Dann wäre nice. Oh Gott, was es hier alles gibt, Leute. Scheiße. Wir müssen nochmal gucken, wie wir alles dann halt kriegen. Ich habe gelesen, bei Schildkröten, die muss man irgendwie vermehren mit Seetang. Wo man das herkriegt, ist wahrscheinlich diese langen Dinger im Wasser, ne? Eigentlich sollte das doch machbar sein. Dann kann man die Eier klauen von denen und dann oder abbauen und dann kann man die bei sich reinsnacken. Dann hätten wir sogar noch eine Dingens-Show. Dann machen wir, ich weiß nicht, ob das möglich ist, so ein Gehege zu machen mit halb mein Gehirn, halb holy shit, mit halb Wasser und halb Stein normal. Da lang. Okay. Aber haben wir schon mal jetzt ein bisschen Holz? Will Essen weggeht nach. Holy shit, wenn man läuft. Ja, hier ist rosa Lavasee, wo wir fast reingefallen sind. Dann tun wir das Eisen gleich da rein und dann können wir auf jeden Fall schon mal Eisenrüstung machen. Dann sind wir ein bisschen safer. Und dann let's go, würde ich sagen. Minecraft-Projekt, wir lieben es. So, ich hätte gern für mein Lama eigentlich noch ein Lama, aber ist jetzt gerade schwierig. Hat auch wirklich nicht mehr viel Essen. Ne? Essen ist echt so eine große Sorge von uns, ne? Oh, die Möhren sehr nice. Wir probieren jetzt mal anzupflanzen, die beiden. Wir können die ja wieder rausholen, wenn es nichts wird. Und nichts passiert, ne? Boah. Schon wirklich wenig. Vielleicht haben wir Knochen bald und dann können wir die so mit Knochen wachsen lassen. Auf jeden Fall. Aber wir brauchen ja eigentlich nur zum Locken. Was wir vielleicht auch noch machen müssen, wäre dann erstmal Eisen rein, ne? Hier rein. Sehr cool, wir haben noch Essen. Da rein. Was auch noch mal vielleicht cool wäre, ist, wenn wir das alles gerade machen würden, ne? Dann alle Felder hier so glatt machen und dann hier vielleicht noch so eine Treppe nach oben, so zwei Felder höher oder so. Das würde ich mir schon vorstellen, aber hier so hügelig und sowas. Nee. So nice. So, wir füttern nochmal unsere Hühner und gehen dann auf jeden Fall auch schlafen. Spät. 7 Stück. Wir werden aber auch nicht zur Ausstellung, wenn wir die Ausstellung vorbereiten, dann werden wir auch nicht viele machen. Ne? Oh, ich verwechsel immer Türen, ne? Wir müssen vielleicht zwei Türen mal machen. Wer ist bei Bett? Da, ich dachte schon. So, erstmal eine Runde beschließen. Dann das Eisen, wie gesagt, jetzt erstmal rausholen. Und dann gucken, was wir damit jetzt Schönes machen. Erstmal Rüstung. Und dann würden wir noch mal gucken, ob wir irgendwelche also Utensilien, wie heißt denn das? Werkzeuge noch machen könnten.
Wie zum Beispiel halt eine Pickaxe oder so eine Schaufel oder so. Aber Schaufel ist, glaube ich, useless mit, obwohl wenn wir so vier machen müssen und das ist ja eh nur eins, könnte man vielleicht schon noch machen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Rüstung full. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch. Wir müssen mal kurz was machen, Leute. Noch und dann können wir weiter machen. Benutzt. Auch nicht mehr, ne? Gesagt, was man mit Kupfer machen kann, weiß ich auch noch nicht in meinem Leben. Aber ist auf jeden Fall verbrannt. Sehr gut. Was ich machen wollte, war zum Mülleimer. So, und jetzt vorsichtig Kupfer weg. So, ich glaube, das war's. Noch ein bisschen hier stört. Ich brauche mal das ja noch für irgendwas. Dann behalte ich mir das mal. Okay, Leute, ich würde sagen, auch wir beenden jetzt die Folge. Haben auf jeden Fall wieder ein bisschen was geschafft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, gerne abonnieren. Kuss geht da. Guckt gerne in meinem Kanal vorbei oder auf Twitch. Kuss, Kuss und bis dann, Leute. Ciao.